Ja, und damit willkommen zurück zu Titan Quest Immortal Throne. Artifacts made to order. Nein, das wollte ich nicht. Ja, ich habe den Boss ziemlich oft abgefarmt. Ich habe bis Level 22 gelevelt, weil ich nach irgendwie 6-7 Runs einen Bogen bekommen habe. Well, look, a mighty warrior from foreign lands. I'm sure you will find just what you are always welcome. Ich suche jetzt eigentlich, irgendwo gibt es einen Typen, der mir Verzauberungen von Ausrüstung nehmen kann. Ich weiß noch nicht genau wo. Was nicht doch der hier? Formula. Okay. So. Bye. Denn ich habe, gucken wir uns mal das Inventar an, ich habe drei Teile von diesem Obsidian-Set. Zum Set gehört auch noch eine Axt, deswegen werde ich das Set wohl nie vollständig bekommen. Also, ja, ich werde die Axt nicht benutzen, wenn ich sie kriegen würde. Und die drei Teile hier sind auch das Einzige, was mir gedroppt ist von dem Set. Also es gibt noch einen Helm und halt diese Axt. Weder noch habe ich bisher Fallen gesehen und... Ja, den Helm würde ich anziehen, die Axt nicht. So. Warum kann ich den jetzt nicht... Fordert Geschicklichkeit, okay. Na gut, ich habe ja meine Skillpunkte noch nicht verteilt, also... Machen wir es einfach mal so. So, ich habe nämlich auch diesen neuen Bogen hier... Scythian Touch. Ja, der ist einfach stärker als der, den ich vorher hatte. Deswegen habe ich auch bis Level 22 gelevelt und habe danach dem Spiel gesagt, keine weitere Erfahrung mehr. Weil sonst wäre ich inzwischen so Level 25, 28, viel höher. Und das schien mir zu viel, deswegen habe ich halt gesagt, gut, das Ding braucht 22, soweit level ich und danach höre ich auf. Ich habe noch hier dieses Giftherz. Mit recht ordentlich, ja. Also es gibt halt ein bisschen Giftschaden auf meine Angriffe, glaube ich. So, und ein bisschen mehr Geld habe ich auch, weil natürlich das meiste Zeug, was gedroppt ist, habe ich verkauft. Zu guter Letzt habe ich meine Skillpunkte von Level-Ups auch noch nicht verteilt. Ich habe ja keine Ahnung, was das hier ist, aber das gibt meinen Pfeilen wohl eine Chance, durch Gegner durchzufliegen, also pumpe ich das einfach mal hoch. So, ich weiß jetzt nicht, ob ich das, okay, es sieht aus wie ein passiver Skill. Ne? Also... Hat angeblich Energiekosten oder so, aber... Ne? Die Chance, durch Pfeile, durch Gegner durchzufliegen, steht jetzt auch hier bei dem, bei meinem Standardangriff dabei. Also würde ich mal behaupten, das ist einfach so eine Art passive Fertigkeit, die quasi meinen, ja, mein Treffsicherheitsattribut erhöht. Also verstärkt dieses, diesen Skill hier verbessert. Ihr wisst, was ich meine. So, ich bin jetzt deswegen hier in Memphis, weil ich, wie gesagt, den Typen haben wollte, der mir die, Reliquie aus dem Bogen rausnimmt. So. Excellent. Now bring me the other artifact and we can begin the invocation ceremony. Und der will jetzt noch das andere Artefakt. So, hier war ich ja schon überall und habe... Ganz hier hinten war ja in der Oase da dann das Auge. So... Und jetzt muss ich nach Giza. Für... Ja. Die Hand des Gleichgewichts, wenn ich mich recht entsinne. Also müssen wir das erstmal suchen, weil ich habe keine Ahnung, wo das ist. Tor der Handfläche. Das könnte es sein. Thank you.
Hier ist eine Sackgasse. Dann muss ich wohl doch irgendwo hier durch die Stadt. Ich ignoriere so Gegner jetzt einfach wieder erstmal. Ich renne jetzt auch zum Glück ein bisschen schneller. Aber diese Viecher hier haben ihre komische Sprint-Fertigkeit, mit der sie schneller sein können als ich. Oh, noch ein Giftsack. Ich habe auch vergessen, gerade in Memphis meine Sachen in die Karawane einzulagern, aber... muss man dann womit leben. Was haben wir hier? Mysteriöse Grabkammer. Klingt nicht so wie der Weg nach Giza. Oder vielleicht Gizeh auf Deutsch. Könnte ganz gut hinkommen, ne? Ist ja gut. Okay, und ich muss mich doch noch heilen. So. Oh, eine arkane Formel. Immer gut zu verkaufen. Selbst wenn ich, wie gesagt, Reliquien selber bauen, ist halt ein Farmaufwand, den ich eigentlich nicht betreiben will. Also, ich komme dann im Notfall auch ganz gut ohne klar. Also ich weiß, es gibt auch da Veränderungen im Spiel, dass man Reliquien ohne Zutaten bauen kann oder beliebige Zutaten verwenden oder sowas. Aber... ja, das ist dann doch arg geschummelt. Okay, hier war ich auch schon mal. Canyon of Isis. Ich versuche halt hier die Kartenränder abzulaufen, für den Fall, dass ich irgendwo die richtige Abzweigung, wenn man so will, verpasst habe. Oder was heißt verpasst? Das ist ja quasi... ich habe ja einen richtigen Weg gefunden. Einen, aber ich brauche halt noch einen zweiten, weil ich brauche ja auch die Hand. Ihr seht übrigens, wenn ich jetzt einen Gegner treffe, ich zeige euch das hier mal bei der Hyäne, die hat jetzt eine Lebenspunkte-Degeneration, das liegt an dem Gift. Und das ist sogar genug, um schwächere Gegner dann zu töten. Ich glaube, ich verlangsame sie auch noch, möglicherweise. Aber wenn ich mich recht entsinne, ist das nur eine Chance. Ne? Ja, von dem Obsidian-Set hier, seht ihr, 35% langsamere Bewegungsgeschwindigkeit für 3 Sekunden. Okay, ist doch keine Chance, aber es kommt halt von dem Set. Noch so eine mysteriöse Grabkammer. Aber irgendwo muss doch hier... und wieder mal verklickt. Jo. Vielleicht folge ich dann hier einfach mal nicht diesem, ja, vorgeschriebenen Weg, wenn man so will. War nicht irgendwo eine Abzweigung? Ich folge dem noch mal ein Stückchen weit. Ich meine, hier wäre doch irgendwie so eine Art Abzweigung gewesen.
Na gut, das hier ist jetzt nicht mehr so richtig ein Weg. Nee, der verläuft sich sehr schnell. Schade. Wenn ihr unbedingt wollt. Ich denke mal, die Viecher hier sind immun gegen Gift. Ja. Macht zwar nicht unbedingt Sinn, aber es ist jedenfalls so. Okay, irgendwer vom Orden von Prometheus und hier ist eine Art Ruine. Ich meine, an sich würde man ja die Hand des Gleichgewichts auch in irgendeiner Art Tempel erwarten. Ja gut, wenn ich es hier in den nächsten 10 Minuten oder so noch nicht gefunden habe, werde ich mal Google bemühen. Selbst zu älteren Spielen findet man oft noch was. Ich meine, vielleicht steht halt irgendwo, wo man die Sachen findet. Wie gesagt, die Karten sind ja nicht zufällig generiert. Ah, aber das ist doch der richtige Ort. Ich habe es gerade gesehen. Vielleicht auf der Karte. Wobei es halt sehr klein ist und schwer zu lesen, selbst im Vollbild. Das tut mir auch sehr leid. Zum Verkaufen, warum nicht? Aber dieser Ort hier, diese Höhle, ist die Giza-Passage. Also, wenn das nicht der richtige Ort ist... Gut, jetzt steht hier Fayum-Passage, aber auf der Karte stand eben Giza. Wie gesagt, auf Deutsch vermutlich Gizeh. Aber nagelt mich da nicht fest, ich weiß es nicht genau. Blöde Käfer. Blöde Larven. So, aber hatten wir nicht von diesem Zeug hier noch mehr? Ne. So klappt's aber. Ja, das Auge des Chaos habe ich immer noch im Inventar. Wie gesagt, das nimmt halt in dem Spiel ja auch alles Platz weg. Wobei, Quest-Items sind, glaube ich, immer so klein. Also das ist ja nicht wirklich schlimm. Ach, Gegner. Ich ignoriere die jetzt einfach mal. Wenn euch das stört, ja, sagt Bescheid. Aber wie gesagt, im Allgemeinen, denke ich mal, dass die Kämpfe sind halt hier wirklich nicht so spannend. Also, was ich halt auch gerade mache, Diablo 3, da sind halt insbesondere die Bosskämpfe wirklich cool und da ist es einfach spaßig und, ja, es ist irgendwie ein etwas dynamischeres Kampfsystem. Hier ist es doch sehr statisch. Ich stehe halt rum und schieße Pfeile ab, so. Und irgendwie sind die Pfeile in der Hinsicht, die Kämpfe in der Hinsicht auch alle gleich. So, das hier ist einfach nur ein Höhleneingang. Gucken, ob ich was finde, was besser aussieht. Einfach mal das Übliche tun, die Karte am Rand ablaufen. Hier ist zum Beispiel eine Pyramide. Das klingt doch schon vielversprechender. Hey, Untote. Oder Tote. Und Geister. Gefallene Generäle. Und Monsters have broken in here. They must be stopped. If they defile Pharaoh's sarcophagus, terrible things will happen. Nebenquest. Nah. Nö, das braucht doch keiner. Nebenquests. Wie gesagt, Nebenquests gibt's dann, wenn ihr euch das Spiel selber gekauft habt. Oh, mehr Ameisenlöwen. Na egal. Also die sehen in Wirklichkeit auch nicht viel hübscher aus, nur halt viel kleiner. Die buddeln sich irgendwie tatsächlich im Sand ein, also die haben dann so kleine trichterähnliche Vertiefungen im Sand, wo sie halt unten drin hocken und wenn ich mich recht entsinne, einfach alles fressen, was da reinfällt. Oh.
immer gut. Neuer Abschnitt ist meistens die richtige Richtung. Also gehen wir doch mal gucken, ob es jetzt hier in dem Abschnitt schon der richtige ist oder ob es noch weitergeht. Zum Glück können mich die Gegner ja nicht abblocken, also ich kann durch sie durchlaufen quasi. Und ich sehe da schon Symbole, Stadtsymbole auf der Karte. So, jetzt macht mal das Tor auf, Leute. Na gut, die Stadtwache kämpft aber immerhin für mich. Ich hätte erst gedacht, vielleicht lassen sie mich nicht. Ich bin ja so clever. Gut, einmal im Kreis gelaufen. Juhu. Es wunderte mich schon, dass ich so weit laufen muss. Aber gut. Hier sind wir jetzt im äußeren Gizeh. Also irgendwo hier in dem Gebiet geht es dann wohl weiter. Vielleicht doch in dieser Pyramide, also nicht in dieser Pyramide, aber in einer Pyramide vielleicht. Das Einzige, was mich halt wirklich stört, ist, ich habe aktuell keine richtige AOE-Möglichkeit, also... Meine Pfeile durchstoßen jetzt Gegner, das ist dann aber auch alles, leider. Entledige ich mich hier dieser blöden Vögel und ähnlichen Viecher. Braucht aber eh kein Mensch. Irgendwie habe ich jetzt hier alles so gut wie erkundet und einen Eingang für irgendwas habe ich nicht gesehen. Aber noch so eine Wolfsklaue nehme ich natürlich auch gerne. Vielleicht doch im Gebiet vorher? Also ich sehe es halt sonst gerade auf der Karte nicht so richtig. Aber das hier ist Gizeh Plateau. Das könnte es ja eigentlich auch nicht sein, oder? Eine Pyramide, das war nur eine Nebenquest. Die, Nebenquests sind ja doch meistens eher uninteressant. Also sie sind halt irgendwie alle gleich, deswegen würde ich euch das halt gerne ersparen. Es läuft irgendwie so drauf hinaus. Oh, da drin sind Sachen. Töte sie und du kriegst eine Truhe. So ungefähr. So, die Pyramide hier hat auch scheinbar keinen richtigen Eingang. Okay, aber da ist ja noch mehr an pyramidigem Zeug. Und das alles bestärkt mich auch sehr in der Annahme. Hier ist zum Beispiel ein Portal. Das bestärkt mich doch ein wenig in der Annahme, dass das hier tatsächlich Gizeh, also auf Deutsch Gizeh ist und nicht Gizeh. Dass das einfach die richtigere Übersetzung wäre. Okay, da bin ich hergekommen. Da war, da ist ein Portal. Ich meine, das ist doch nur eigentlich ein Zeichen, dass es hier irgendwo was geben müsste. Ne? Aber der bisher einzige Eingang war. Na gut. Hier ist ein Eingang. Ich werde jetzt einfach mal da reingehen. Sonst wird das Ganze eher noch langweiliger, als es sowieso schon ist. So. Gucken wir mal, was hier drin ist. Essenz von Amun-Ra's Glorie. Hab ich auch noch keinen von. Na gut.
Die große Sphinx. Hm. Klingt mysteriös genug. Ein paar Mumien. Ein Dornenschrein. Das gibt mir für kurze Zeit eine Art Dornenverzauberung. Oh. Scheinbar haben die eine Chance, zu diesen brennenden Skeletten zu werden, wenn ich sie töte. Vernichte. Töten ist irgendwie immer das falsche Wort bei Untoten, finde ich. Hier sind so ein paar Bretter über einem Loch im Boden. Aber weitergehen tut's auch nicht. Na gut. Dann halt hier durch. Ich glaube, die würde ich gerne töten, weil sie coole Sachen droppen konnten. War das nicht so? Habe ich irgendwie noch so im Hinterkopf. Aber ich habe beim ersten Mal auch, wie gesagt, ja Nahkämpfer gespielt. Vielleicht erinnere ich mich daran, dass die Sachen für Nahkämpfer gut waren. Oder vielleicht auch nur, dass ich sie aus irgendeinem Grund haben wollte. Wenn sie es aber nicht droppen, werde ich es nie erfahren. Oh. Ein dunkler Obelisk. Jetzt nicht mehr. Oh, noch einer. Ich glaube, der beschwört hier diese Skelette, die mit Sachen nach mir schmeißen. Aber wiederum, jetzt nicht mehr. Muhaha. Ah, Hinterhalt, ähnliches. Da drin wäre vermutlich nur noch einer drin. So, dann kümmere ich mich erstmal um die Untoten und danach um die komischen Gerätschaften. Feuerfallen. Die können mechanische Teile fallen lassen. Ich meine, die wären auch relativ halbwegs okay gewesen. Brunnen sind immer ein gutes Zeichen. Okay, ein komischer Priester. Hund von Anubis. Kümmern wir uns mal um den Obelisken. Oh, Spektralmasse. Igitt. Na gut. Spektralmasse kann ich benutzen, um Gegnern Energie abzusaugen. Und selber resistenter dagegen zu sein, Energie abgesaugt zu bekommen. Es kann übrigens sein, dass diese Dungeons hier tatsächlich zufällig generiert sind. Wie gesagt, ich weiß, dass es halt die Karte, also die Oberwelt selber nicht ist, aber... Oh, ein Boss. Na gut, den muss ich ja wohl mitnehmen. Hm, okay. Das ging schnell. Ah, eine große, mysteriöse Rampe. Das ist doch vielversprechend. Und eine große, massive Steintür. Ebenfalls vielversprechend. So, hier drin ist doch garantiert irgendein Boss. Also, Schreine kaputt machen. Okay, der beschwört ständig neue, aber ich schieße ja zum Glück durch die Gegner durch. Oh, Ehrengarde des Pharao, eine riesen Steinstatue.
Ah, da sind noch mehr davon. Kanopenschreine sind übrigens, also Kanopengefäße waren, wenn ich mich recht entsinne, das, worin die alten Ägypter halt die Organe der Mumifizierten eingetan haben. Also es wurden ja die Organe entnommen zum Teil, also ich glaube, das Herz wurde jedenfalls entnommen, das Gehirn, Innereien halt, also bevor die Leute mumifiziert wurden, und die wurden dann eben in sogenannte Kanopengefäße gepackt. Okay, das hier könnte jetzt eine Weile mit rumlaufen enden. Ich meine, viel Schaden machen sie nicht, aber... Na gut, vielleicht brauche ich auch nicht rumlaufen. Bringt aber gut Erfahrung, wenn ich hier die vier Viecher töte. Ich frage mich nur, ob es mir gute Drops bringt. Na, vielleicht will ich den Boss ja dann doch nochmal farmen. Andererseits, ne, keine Lust mehr. So, aber was ich sagen muss ist, wir sind am Ende der Episode. Den Rest des Bosskampfs gibt's beim nächsten Mal. Hahaha. Tschüss.